Die Mentalitätsmonster der 2-Punkt-Liga haben wieder zugeschlagen. Trotz 0:1 Rückstand drehte der SSV Jahn Regensburg die Partie gegen den FC Ingolstadt und feierte am Ende einen 2:1 Heimsieg. Ein verzückerndes Solo von Benedikt Salle sowie eine Bauchballannahme kurz über der Grasnarbe von Mark Lai sorgten dafür, dass die Oberpfälzer ihrem Ruf einmal mehr gerecht wurden. Starke 17 Punkte entführte der Jahn in der Vorsaison trotz insgesamt 21 Rückständen. 5-mal konnte der SSV das Spiel sogar drehen und ging am Ende als Sieger vom Platz. So auch zum Auftakt in die Zweitligasaison 2018-19. Punkt für den frühen Rückstand sorgte Ingolstadts Konstantin Kerschbaumer, dessen strammer Distanzschuss in den linken Winkel donnerte. 5. Punkt. Eigentlich kein Grund zur Beunruhigung für die 13.516 Fans in der Continental Arena, denn sie unterstützten die Mentalitätsmonster der 2. Liga. Und so war es alle, der kurz vor der Pause zum Tänzchen bat, die halbe FCI-Hintermannschaft schwindelig spielte und nach einem sehenswerten Sololauf auf 1:1 stellte. 45. Punkt. Der erste Gegenspieler hat mich kaum angegriffen, da bin ich vorbei, dann kam glaube ich der Gimbal auf mich zu. Punkt. Ich habe eine Schussfinte gemacht, da war ich dann auch vorbei, dann bin ich in den 16er rein, habe ihn gut getroffen und reingeschossen, blickte der 25-jährige Rechtsverteidiger auf dem Vereinskanal Jahn TV zurück. Nach der Halbzeit zeigte Regensburg dann eine deutliche Leistungssteigerung und verdiente sich das Glück beim Siegtreffer. Nach einer Ecke zog Jonas Föhrenbach ab. Schanze. Torwart Marco Knalle wehrte das Geschoss vor die Füße von Mark Leis ab, der den Ball kaum bändigen konnte. Ich wollte zuerst einen Flugkopfball machen, habe dann aber gemerkt, dass der Ball doch zu weit am Boden ist. Ich habe ihn dann mit dem Bauch angenommen und Richtung Tor geschossen. Es ist nochmal ein gegnerischer Fuß dazwischen gekommen und so ist er dann reingekullert, erinnert sich Lars an den letztlich als Eigentor von Frederik Anane gewerteten Treffer, 72. Punkt. Dank der Aufholjagd startete der Jahn mit einem Dreier in die neue Saison. Punkt. Schon an diesem Freitag, 18.30 Uhr, live, bei Kicker. D. Ist der SSV wieder gefordert, es geht auswärts zum Aufsteiger SC Paderborn 07. Ob Regensburg dann erneut einen Rückstand wettmachen muss,